Ja, gleich. Erstmal gucke ich noch, ob ich irgendwo Charge-Chunk-Zeug finde. Wenn wir es hier irgendwo in den Kisten versteckt haben. Charge-Chunk. Da ist das andere Zeug. Nein. Aber ich kann meine Leichen hier mit reinschmeißen. Nö. Okay. Das heißt, wir sollten jetzt Charge Chunks mine gehen. Das bauen wir mit dem C. Ich habe gerade einen C dabei. Hier. Blub. So, und Wasser. Warum immer Wasser? Ja, ist okay. Ich hole erstmal die Charge Chunks und dann oder weiter. Charge Chunks waren. Oh Gott. Da oben? Bist du Charge Chunks? Ja, sogar mit 200% und was weiß ich. Haben wir inzwischen ein bisschen was an Talents bekommen? Tool. Defense Bonus. Gut. 3,18. Also, wir könnten jetzt schon mit Tools rumlaufen, die. Das Ding da. Wir können jetzt schon mit Tools rumlaufen, die eine Mining Power hätten von 15. Das ist, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, was der Mining Skill noch macht. Also nicht das Mining Talent. Das ist ja das Talent hier. Tier 1 Mining Bonus, den meine ich nicht. Ich meine den Skill. Wenn wir jetzt nämlich lang genug Stein oder was auch immer hier abbauen, dann kommt unten links die Nachricht, dass unser Mining Level sich erhöht hat. Das sollte unabhängig sein von dem, was da oben steht. Oh, warte mal. Genau, normal. Das sollte ich nicht häufig machen. Auch wenn es lustig war und sich lustig angehört hat und so weiter. Geh weg. Ja. Weil wenn ich in diesem Zustand mit dem Bling, 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 wenn ich da angegriffen werde, dann sind die Gegner halt auch 1000% schneller und das kann gefährlich werden. Genauso wenn die Basis angegriffen wird, während ich das so schnell habe, dann wird halt auch die Basis so schnell zerstückelt und ich kann nicht schnell genug reagieren. Aber zwischendurch ist mal ganz lustig. So, bau bitte dieses C-Ding hier unten bei dem anderen Wasser auf, wo eh schon Yuki-Sachen sind. Und die Schwefelbäume sehen echt schick aus. Hier. Bau das Ding einfach daran. Mach so. Und Charge Chunks. Und das Ganze noch in die Kiste dann. Genau da, wo natürlich keine Abdeckung mehr ist. Ist okay. Ist okay. Ich wollte ja eigentlich eh nur die Dinger da bauen. Dafür brauchen wir Blocked Battery Cells. Die brauchen Kohle und Eisenplatten. Ja, Kohle werden wir hier unten nicht finden. Die wird hier unten restlos verbraucht. Aber der Rest ist okay. Oh. Klauen noch einfach mal hier was. Kohle. Jetzt fehlen nur noch Eisenplatten. Wo können wir uns Eisenplatten stibitzen? Hier. Und es fehlt grünes Zeug, das ist okay. Grünes Zeug holen wir uns, dann bauen wir mehr davon. Dann holen wir die Steinziegel ab. Und wenn wir die Steinziegel haben, können wir die Mauer bauen und da runterziehen. Und ich hole mir noch mehr Rohstein, damit ich auch noch ein bisschen Lernfil bauen kann, um das hier einmal rüberzuziehen. Und ich würde echt ganz gerne hier eine einheitliche Linie haben. Weil die einheitliche Linie der tiefste Punkt sein sollte. Oh, puh. Ja, gucken wir mal, wie wir das machen. Später. Bau bitte noch mehr davon. Und eine Kopie von so einem der großen Türme wäre echt super. Weil die haben ja doch recht viele Zwischenschritte. Ja, hier erstmal jetzt nichts mehr.
Wir brauchen jetzt ganz viele weiße Chips. Die da. Durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Durch, 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 durch. So, beschränk dich bitte mal. So. Gib mir die Hälfte. Woran hapert's? Alu? Oh, stimmt, Alu. Das ist kein Alu. Das da unten ist Alu. Ich brauche unbedingt wieder Bauxit. Also eventuell mal so ein 1000% Bauxit-Abbau-Event machen. Oder das einfach automatisch abbauen. Also mit Mining Poles nach oben gehen. Mit Poles und Mining Drill nach oben gehen und dann mit den Poles eine Verbindung machen und dann, ne? Das einfach abbauen lassen. Dann glaube ich am einfachsten. So, die roten Tränke stauen sich ganz langsam wieder. Grün sowieso. Das ist okay. Kann sie ruhig eine Weile weiter stauen. Ja, damit. Bau Mauern. Brech ein paar davon ab und bau Gates. Ja, wie schaut's bei euch eigentlich so aus? Zwei Kills, sechs Kills, sechs Kills. Okay. Ihr scheint euren Spaß zu haben. Da muss man noch was Besseres überlegen für die Anordnung von denen. Ja, jeweils auf einer Seite von jedem Pol ein so ein Ding. Auch wenn die da oben eigentlich nicht wirklich was zum Schießen haben. Aber gut. Licht haben wir unten auch keine Alienlampen. Das müsste ich demnächst dann auch machen. Und die zweite Mauerlinie ist rechts oder links? Rechts. So. Und alles Wasser, was zwischen der West- und Ostmauer liegt, wird vernichtet werden. Der sehe ich übrigens auch, der ist einfach nur irritierend. Ja, ihr kommt mal mit. Momentan werden wir ja nur von woanders angegriffen. Ich denke gar nicht, dass überhaupt irgendjemand von hier unten kommen wird, aber wenn, dann sollte wenigstens ein bisschen was an Türmen da sein. So. Ja, nicht schön, aber es funktioniert. Bau 5 davon. Dann brauchen wir noch eine Alienlampe. Wir sollten das hier mal zu Ende machen. Was ist hier für ein Krimskrams drin? Ja. Und erforsche mal bitte den Recycler. Auch wenn er jetzt 80 Dinger kostet, aber ich will endlich den Recycler haben. So. Und dann mit einer Kiste, wo wir dann alles recyceln, also alles, was wir wirklich nicht mehr brauchen, haben wollen, wie auch immer, schmeißen wir da rein und lassen wir zu Rohstoffen weiterverarbeiten und der Recycler packt es dann in eine gelbe Kiste und dann ist es irgendwo im Netz und wenn irgendwann mal irgendwas von den Teilen gebraucht wird, dann kann man es immer noch rausholen. Gut. Was war noch alles zu tun? Die da kann ich setzen. Und wir sind am Craften. Ja, da brauche ich auch nichts. Die Roboter soll ich demnächst mal umwuseln. Zu 21 Stück. Ja, sehr schön. Da werden bestimmt einige Kopien bei abfallen. Wo habe ich jetzt meine... Da. Weg mit dir. Blub, 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 blub. Und den einen da behalte ich, das ist okay. Ein Construction Bot habe ich dabei. Um das denn? Hat er sich eingeschlichen? Wow. Ardite abzubauen dauert eine Weile, ha? Huh? Bau mal ganz kurz hier so ein Drill hin. Falls ich doch mal schwach werde und mir eine Ardite-Picke hole, wegen 15 Mining Power, das würde das Ganze nämlich doch ein wenig beschleunigen. Dann gib mir die da, ja. Und die Türme sind noch eine Arbeit. Naja, okay. So, wie schaut es jetzt mit unseren Vorräten aus? Mau. Ja, ich wollte dran arbeiten, ne? Ich wollte dran arbeiten, dass wir mehr Schmelzöfen haben, mehr Photonic, schieß mich tot Dinger, dass wir mehr Erz haben. Aber es arbeiten durchgehend alle, ne? Ja, tun.
begrenzt mal Stahl. So. Ja, wir brauchen halt fast kein Eisen hier unten. Wobei, mach mal hier eine Privatkiste für mich und beschränk die mal auf... Ja, mehr. So. Auf 2 Stacks, dass ich zwischendurch hier auch vorbeigehen kann und mir selber welche abholen. So, du, komm her. Davon hätten wir jetzt ein paar. Magnete werden wir das probieren, sondern wieder kein Eisen hier unten. Das ja. Bau bitte Landfill, ganz viel. Und hol Eisen. Alles Eisen hier bitte mitnehmen. Und das dann unten in die Magnetherstellungskiste reinwerfen. Und das ist all unser Eisen, das wir haben. So riesige Eisenvorräte, die nicht existent sind. Das sieht so schön aus, wenn sie das auf dem Fließband staut, aber das ist halt nicht so viel. Miau. Miau. So, Landfill ist durch. Okay. Dann baue jetzt bitte die 21 verdammten Roboter. Ha, einer schon mal doppelt. Na komm. Doppel, doppel, doppel. Wie, du machst jetzt die Gepässe doppelt. 2. 2 Bonusroboter. Naja. Geht besser. Aber... Wir waren vor kurzem noch bei 38, jetzt sind wir bei 56. Wovon ein Großteil auch nicht wirklich irgendwas tut. Oh. Oh. Ich hatte irgendwie schon eine Privatkiste. sehr schön. Und ich sollte... Oh. Stimmt. Ich wollte eigentlich das Ding erforschen, aber ich habe gar keine Science Packs hier reingeschmissen. Das sollten wir übrigens auch bald machen. Dass wir irgendwo wieder eine ordentliche Science-Anlage hinbauen mit Kisten. Damit dann auch lila und hellblaue Tränke angeliefert werden müssen und das Ganze nicht über 2, 3 Fließbänder läuft, die im Kreis um sich selbst verwickelt sind und ne. Das wäre schon schick. Apropos blaue Tränke. Blaue Tränke da hinten. Wie viele haben wir da inzwischen? 104. Die werden doch auch gleich mal verteilt. Blub. 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 Was? Nee, so, 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 so. Sehr schön. Also, Recycling Plant ist dann gleich fertig. Was braucht das Ding eigentlich selber? Eisenplatten und Zahnräder. Das muss ein sehr interessantes Recycling Plant sein. Wenn es einfach nur aus Eisenplatten und Zahnrädern besteht. So ganz ohne Chips, ohne Kontrolleinheiten. ohne irgendwelche Flüssigkeiten, um andere Dinge zu zersetzen. Das könnte ruhig ein bisschen teurer sein, das will ich damit sagen. Und ein bisschen high-techiger. So, Ardite. Kann ich Ardite überhaupt schon einschmelzen? Wahrscheinlich nicht. Ja? Probier einfach mal. Ne. Sollte also auch noch auf unsere To-Do-Liste, was Forschung angeht. Oh genau, Magnete. Momentan werden ja alle Magnete, die hergestellt werden, zu Superkonduktoren umgewandelt. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so toll. Wow. Achso, die hatte ich dann mal alle reingepackt, ne? Adai? Nicht Replication. Nein, hier. Wow. Nö. Ist mir keine 250 blauen Tränke wert. Tut mir leid. Laser Turret Shooting Speed? Laser Turret Damage. Lila Tränke. Wir haben noch Probleme mit den hellblauen Tränken. Das sollten wir nicht unbedingt tun. Titan ist auch bald der nächste Schritt anscheinend. Hm? Titan Processing.
Rutil. Haben wir Rutil-Demo schon gesehen? Ich glaube schon. Robologistik-Extender. Ich verstehe die Dinger nicht so ganz. Also ja, sie sollen nur dafür da sein, dass das Logistiknetzwerk sich erweitert. Aber es kostet anscheinend fast so viel wie ein Roboport. Oh, da ist ein 2 bei. Nee. Das kostet fast gar nichts. Brauche ich aber nicht unbedingt, ja. Bullet Shooting Speed. Nein. Bessere Tanks. Bessere Tanks klingt gut. Mach bessere Tanks. So. Ich hätte jetzt ganz gerne das Ganze hier mal kurz kaputt gemacht. Und für den Eigenbedarf Magnete. Und dafür hole ich dir jetzt ein bisschen Eisen. Damit. Boah, das ist wirklich alle unser Eisen. Scheiße. Ja, nicht gut. Du da. Eisenplatten. Magnete. So, und damit würde ich jetzt ganz gerne die da herstellen. 6 Stück. Komm schon, kopier. Menno. Da, Photonic Replicator. Und damit ersetzen wir jetzt nur die Eisendinger. Die da oben. So, ein paar davon sind schon hier. So, sollte jetzt doch einen schönen Boost gegeben haben. Speed-Module. Verlockend. Bau mal. Zwischenschritte. So viele Zwischenschritte. Ich will nur ein Speed-Modul haben. Das macht auch nur 20%. Das macht jetzt nicht so den Unterschied. Ah, wird schon gut voll hier. Auf der linken Seite von dem Fließband. Also der unteren. Vielleicht bringt es ja was. Und wir haben schon wieder Gewitter. Aber Strom. Strom ist bombensicher jetzt dank der Steam Turbines. Plus 5 Module Contact. So, es wird mal 5er Schritten hergestellt haben. Ja. Komm, Speed-Modul verdoppeln. Speed-Modul verdoppeln. Nein. Zip. Ja, Crafting Speed 1,2. Yay. Achso, es gab noch so eine Art Mini-Beacon. Das können wir auch noch erforschen. Force Field Generator, nein. Oh, die komischen Mauern. Wart ihr das? Wäre schon ein bisschen teuer. Nee. Brauchen echt eindeutigere Symbole alle. Kobalt Processing. Die ganzen Metalle allgemein mal. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ist okay. Oh, die Türme sind fertig. Okay, also nächste Folge. Türme setzen. Allgemein vielleicht noch ein paar Steinzieger machen, um die Doppelmauer nach unten fertig zu machen. Und hier oben überhaupt erstmal fertig zu machen. Und dann... Ja, noch mehr Lasertürme. Also Laser-Defense-Türme bauen. Eisen sollte es jetzt hoffentlich ein bisschen verbessern. Nicht, dass wir Mangel hätten, aber ich hätte gern das Gegenteil von Mangel. Also ihr kennt das ja bei mir, diese großen Kisten voll mit Eisenplatten, Kupferplatten. Das hätte ich jetzt ganz gerne mal wieder. So als kleine Vorbereitung für unseren nächsten Sprung in die höhere Textstufe. Das wäre nämlich dann, wenn wir braune Chips und weiße Chips wirklich in Massen produzieren. Und wenn wir anfangen, mit diesen Dingern hier oben zu arbeiten. Wobei wir das schon fast könnten, weil wir haben 50 Roboter, die gerade nichts zu tun haben. Was sehr komisch ist. Ja. Ich darf nur auf keinen Fall anfangen, wieder mit Erzen und Einschmelzen und all sowas zu machen. Das wäre nicht so cool. Wobei, warte mal. Die hier könnten ja auch direkt jetzt Eisenplatten herstellen. Ne? Ja, dauert aber mehr als doppelt so lange. Machen wir mal weiter, ist okay. Könnte ich mir aber später überlegen. Weil die verbrauchen hier doch ziemlich viel Strom. Jo, Platz 3.
Okay, die verbrauchen mehr und sind weniger. Ja, vielleicht ganz später so als Luxusdingens, dass wir nicht mehr einschmelzen müssen. Aber schauen wir dann.